In einigen US-Staaten beginnt bereits der Schulunterricht und es tobt natürlich eine heftige Debatte über das Aufsperren, über den richtigen Unterricht in Schulen während der Coronavirus-Pandemie, die zuletzt in den USA wieder dramatisch eskaliert ist. Besonders heftig geführt wird die Debatte in Florida und hier gibt es alarmierende Zahlen. Die Zahl der Kinder, die mit dem Coronavirus infiziert wurden, ist dramatisch angestiegen. Wenn man sich die Zahlen im Detail ansieht, ist es tatsächlich alarmierend. Am 17. Juli wurden 23.000 infizierte Kinder gemeldet, dann am 24. Juli 31.000. Das ist ein Anstieg von 34%. Es kam auch zu einem Anstieg bei den Spitalsbehandlungen. Die sind um 23% gestiegen in einem Zeitraum von mehr als einer Woche. Eine dramatische Entwicklung. Gleichzeitig natürlich sperren in Florida die Schulen auf für den Unterricht. Darauf hat US-Präsident Donald Trump gedrängt und sein Alliierter, der Gouverneur in Florida, Ron DeSantis. Sie haben Schulen sogar unter Druck gesetzt, dass sie den Unterricht in Klassen wieder aufnehmen sollen und das, obwohl die Coronavirus-Zahlen steigen in Florida. Es gibt da deshalb heftige Proteste von Lehrern und Eltern. Auch Gesundheitsexperten sind entsetzt. Und das alles nach der Nachricht, dass jetzt ein 9-jähriges Mädchen gestorben ist am Coronavirus. Sie ist das jüngste Opfer der Coronavirus-Pandemie in Florida und das Mädchen hatte keinerlei Vorerkrankungen. Sie ist infiziert worden mit dem Virus und daran gestorben.